Greetings, ihr da draußen. Ich dachte mir, ich begrüße euch mal Englisch und deshalb sage ich Yo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Dawn of War 2 Chaos Rising. Ja, okay, ich bin voller Elan und gut gelaunt. Einen kurzen Moment. besser. Kennt ihr das Gefühl, wenn so ein halber... wenn euch einfach irgendetwas im Hals stecken bleibt? Das ist höchst unangenehm. So, was ich gucken wollte. Ich habe in der letzten Folge mich bereits sehr gut vorbereitet. Ab geht's, sag ich da mal, mit dieser immens schweren Mission. Ja, immens schwer. Zum... Ja. Kommandant, Terra sei Dank, dass Sie gekommen sind. Die Wandesketzer und die Black Legion dringen in den Wohnturm ein. Wir halten noch den imperialen Palast, aber den Rest haben sie erobert. Lieber sterbe ich, als den Palast diesen Verrätern zu überlassen. Ohne eure Hilfe, Blood Ravens, werde ich diesen Schwur bald einlösen müssen. Mir wäre fast so, als hätten wir uns das gestern schon angehört. Seltsam. Sie haben uns große Siege beschert, huch, Kommandant. Cool. Wir haben 100 andere ja. Schlachten geschlagen. Ja, okay. Die loyalen Truppen haben massive Verluste erlitten. Der Black Legion ja. Die Irren und Dämonen jedoch. So, gut. Wir haben es uns schon einmal angehört. Gut. Hier sehen wir das Bild. Wundervolle Ketzer, also Kultist gegen Spacemans. Im Grunde ist dieser Kampf kaum der Rede wert. Denn. Ja. Eben, Kultisten und Spacemans, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Wählen Sie Ihre Ziele sorgfältig aus. Ebenso wie Ihre eigenen Trupps können die Trupps der Feinde viele verschiedene Waffen benutzen. Bei der Verteidigung des Gouverneursplatzes sollten Sie Prioritäten setzen und jene Feinde schnell eliminieren, die den Palast mit schweren Waffen angreifen. Truppmarkierungen, die Symbole über den Trupps, geben Hinweis auf die Bewaffnung der Trupps. Passen Sie auf Symbole für Granaten, Raketen und schwere Waffen auf. Ja, kein Problem. Das ist ein Loch im Boden. Achtung, hier spricht Gouverneurin Elena DeRosa. Die Blood Ravens sind hier. Servus. Die Todesengel des Imperators kämpfen mit uns. Yay. Vertreibt die Verräter von den Palasttoren! Ey! Das macht doch Laune! Ach, war das jetzt der Granatwerfer oder was? Heilige Maria, Mutter Gottes! Fuck my life! Der hat Power! Na los! Ihr natürlich stellt euch dorthin, wo es am besten passt. Hier einfach mitten rein. Und ihr natürlich hier die Deckung in der Mitte benutzt. Ganz elegant. Du natürlich vorne pusht. So. Und der natürlich Hilfe leistet. Und zack, und rein und drücken. Du natürlich hier gleich rein. So. Aha, das sieht dann so aus. Ich verstehe. Die hält er natürlich eisern zurück. Der Sturmkanone. Ja, ich meine, so eine Sturmkanone zu benutzen, ist jetzt eher falsch gedacht. Aber es funktioniert, es erfüllt seinen Zweck, sagen wir es mal so. Ich brauche hier unbedingt mal ein paar Granaten. Lassen wir auf, und auch Erfahrungspunkte. So. Und wieder in Deckung gehen. Cyrus, du gehst mit in Deckung. Bevor ich dann versuche, hier wieder etwas zu pushen. So. Okay. Ihr geht wieder einen Schritt vor. Ihr geht hierher und legt eine ganz, eine famos böse Miene. Ach ja, das erinnert mich irgendwie an League of Legends. Ich weiß auch nicht warum. So, zack, Mine platziert. Und wieder back. So, wie geht's dir? Der Kommandant in Terminatorenrüstung ist eisernst mächtig. Der Typ steht da und... Eisern, versteht ihr? Eisern. Ja, da das aber halbwegs hinhaut. Ja, das haut schon hin. So, das wäre aber dann erst die erste Welle. Da kommen einige Wellen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Da
drückt man etwas. Da hat sich so viel Zeit, ne? Bro. Habitus. Was ist denn das? Eine Aura. Was genau das ist, ist eine ganz eine ausgezeichnete Frage. Ja. Normalerweise gehören Terminatoren halt wirklich hinten hin, wenn sie Sturmkanonen haben, oder vorne hin, wenn sie wirklich solche Mittelstreckenwaffen haben. Ich meine, auch mit der Sturmkanone kann man vorne stehen. Der hält hier, der hält. Hier, Meridian, 12 Uhr, mitten in der Schlacht gegen Kretzer. Die Frisur hält. Der Typ steht da wie ein Berg, der Kommandant. Als Unterstützer ist der immens mächtig. Noch ein kleines Special Feature, seht ihr hier? Das ist die Korruptionsfähigkeit von Arvitus. Die kann ich hier global einsetzen, mache sie alle ihre Space Marines vorübergehend immun gegen Fernkampfschaden. Ja. Das Problem ist, alle meine Typen werden dafür korrumpiert. Der Palast ist dank der Blood Ravens wieder sicher, Kommandant. Die Black Legion wird nicht so schnell aufgeben, Gouverneurin. Machen Sie sich bereit für einen Gegenangriff. Kommandant, ich habe mehrere Tarantel-Geschütztürme einsatzbereit. Ausgezeichnet. Ich verehre ja kompakte Verteidigungslinien. So sollte ich die aber eher so auf den Scheitelpunkten verteilen. Falls ihr versteht, was ich damit meine. Ihr bleibt hier und haltet die Mitte, ihr haltet die Flanken. Flanke hier. Ihr seid die Jongleure sozusagen. Und der Kommandant, der ist ein Jump. Und ihr seid the last line sozusagen. Ich kann euch hier hinstellen. Und hier hin. Dann decken die ein größeres Feld ab. Die sind recht massiv. Die kann ich hier hinten hin. Und der natürlich sowieso. Wo ist mein Kommandant? Wo ist mein Kommandant? Oh. Ja, da solltest du halt nicht stehen. Kompakte Verteidigung. Oh. Ja, wenn das so ist. Ich weiß gar nicht, ob der von unten auch kommt. Ich weiß fix, dass er von oben kommt und von vorne natürlich, logischerweise. Die haben keine Special Weapons, nein. Aber die halten wenigstens die Flanke recht gut. Ach, ich bin voll in meinem Element. Das ist einfach das, was einfach am schönsten ist. Da kann man einfach nichts sagen. So eine gute Verteidigung ist doch was Herrliches. Granate. Vorwerfen. Deckung zerreißen. Ja. Episch. Und durch. Bam. Da Ziel. Prioritätsziel. Ja, was? Rushen die oder was? Ich könnte die in den Bunker reinknallen, aber da haltet nicht so viel aus. Oh, faszinierend. So. Da. Das ist euer Job. Kommandant. Ja, der Vorteil ist, dass der wirklich sehr viel aushält. Der kann diese, so eine Brücke, kann der stoppen. Alleine kann der die Brücke stoppen. Winkelverkürzung, der kann nämlich hierher feuern und hier rüber feuern. Das passt recht gut. Ich habe aber keine Geschützbatterie mitgenommen. Ich habe Artillerie. Also die Fernzündsachen und alles. Und du kannst eigentlich wieder hier hingehen. Ich brauche dich nämlich eher in der Mitte gehalten, ne? Als klassischer Jongleur. Und solange da keiner von oben kommt, kann ich den auch in die Mitte platzieren. Ich möchte mich nicht, dass der Typ da verreckt. Aber der passt schon. Ach, die hohe Kunst der Verteidigung ist doch was... Der Feind hält jedoch Episches. Das Kommunikationsfeld, oh mein Gott. Verdammt. Mit einem Blitzangriff könnten wir sie zurückerobern. Verdammt. Ja, da bekomme ich aber wirklich einzigartig gute Ausrüstung. Spezialkohorte. So. Die halten das sehr weit, sollten die das schon halten können. Nein, du bleibst noch da. Ich hoffe, die halten das. So. Gebäudezustand 75%, das ist halt auch nicht, ja. Ich meine, ich weiß nicht mehr, ob ich das wirklich mir aussuchen kann. Wichtig ist nur, dass es nicht auf 0 kommt. Ach,
du heilige Scheiße. Okay. Dann halten wir das einmal zurück. Ja, das passt schon. Terminatoren sind wenigstens so flexibel. So. Halten! Hold the line! Aber ja, das Provozieren ist das auch eine wahnsinnsmächtige Fähigkeit. Diese Mission. Wahnsinnsmächtig. Ihr weiter. Ich hasse das, meine Position zu verlassen. Ich verachte das. Das ist unsportlich, versteht ihr? Ein Verteidiger muss in seiner Verteidigung kriechen. Du natürlich hier gleich die Granate hinwerfen. Und heilen. Ja, da habe ich am wenigsten Probleme. Kann mal einen Kriegsschrei reinheizen. Dann passt das. Huch, was machen denn die da drin? Die sollen ja gar nicht da rein. Egal. Feuer, haltet die weg. Die sind widerlich. Uiuiui. Stay back, stay back, stay back. Mein Gott, sind die cool. Oh, Reliquienaxt. Unbedingt mitnehmen die Vorräte hier. So. Du nimmst das ein, denn er kann sich wieder hoch teleportieren. Hier geht dahin. Bin in der Mitte weiter wieder jonglieren. Ah, ich verehre diese Mission. Ich verehre sie. Ich weiß nur, ich habe sie nur irrsinnig schwer in Erinnerung. So, ihr verlässt diesen halbtoten Bunker. Natürlich wäre es schon zu überlegen, ob ich den im Bunker lasse oder nicht. Aber jetzt wird es Zeit, dass ich unbedingt wieder hochkomme. Denn das ist natürlich hier unbedingt für den Abitus. Ah, deswegen ist das so geil. So. Nein. Aber ich habe hier noch die Meldebomben. Hab hier das Heilpäckchen. Kommandant. Meins. Und hoch da. Meins. Gleich wieder spotten. Das sollte sehr gut funktionieren. Granate. Ich könnte die Mine natürlich auch noch einsetzen. So. Einfach nur mehr oder weniger durchgehen hier, denn die sollen unbedingt weiter das zweite Ding da unten einnehmen. Das müsste dann der, ja, jemand verteidigen. So. Gut. Es läuft, es läuft. Und hier geht wieder da hoch. Schön, sehr schön. Kann man nicht klagen. Mir geht's hier recht gut. Noch. Ich habe Angst. Ich muss unbedingt hier meine innerwärtige Verteidigung befestigen. Wichtig ist bei solchen Missionen kompakt. Umso kompakter man steht, umso leichter hat man es. Da wäre es ein Vorteil, wenn man es schafft, den Gegner. Der Feind sammelt sich für einen Gegenangriff auf den Palast. Halten Sie zum Imperator und treiben Sie sie zurück. Vorteil, warum ich das hier mache, so. So. Die haben einen immensen Fernkampfschaden dabei. Und eine gewaltige Reichweite. Deswegen sind die sehr geeignet für das. Das größte Problem habe ich aber mit diesem verfluchten Panzern hier. Wenn der weiter hochfahren würde, dann könnte ich den ja ganz elegant. Wird das aber jetzt hier einzunehmen. Unbedingt. Davidus muss wieder rauf da. Heilen, Spott. Alles rein, was geht. Du, da. Prioritätsziel. So. Und du, Granaten vor die Füße. Wenn er dann Zeit findet. Das ist Wurst. So. Und hoch da. Weitere Geschütztürme sind einsatzbereit, Kommandant.
Iris. Es stehen zu viele Panzer zu nahe am Palast. Das missfällt mir. So. Muss mein Kommandant. Da Kriegsschrei. Da lähmt nämlich Dämonen mit diesen Fähigkeiten. Hier, Landungskap. Oh, verdammt! Scheiße! Scheiße! Das wollte ich nicht! Nein! Nein! Lauft! Fuck! Das war nicht geplant. Ahaha! Scheiße! Ja, eigentlich wollte ich da ein Dings machen. Eine Landungskapsel. Das war blöd. Ja, der haltet das. Panzer. Ich glaube, das sind Prioritätsziele. Auch wenn er nichts macht, so wie er darstellt. Aber doch, Panzer ist ein Prioritätsziel. Das geht, das sieht gar nicht schlecht aus. Gar nicht schlecht aus. Wieso ist der immer noch tot? Ich hatte doch geheilt. Cyrus, fülle deinen Zweck und heile den. Solche Marines, faszinierend. Wie sieht's hier aus? Habe ich da alles? Ja. Ja. So, hin und hoch. Natürlich eine Granate davor. Dann wäre das alles perfektioniert. Sag ich das. Das ist wundervoll, das ist wundervoll. Aber jetzt ist da der Avitus gereinigt, aber ich brauche einfach diesen Avitus, so wie er ist. Das nützt nichts. Wegen der Artillerie. Ich dachte, die brauche ich in dieser Mission. So, das dürfte es gewesen sein. Boah. Adrenalin pur, sage ich euch, Jungs. Vielen Dank, und Mädels. Ravens. Wieder einmal haben sie Meridian gerettet. Natürlich. Und da steht der Defense-Kommandant. Episch. Ja, das war gar nicht so schlecht. Das letzte Mal habe ich mich schwerer getan. Eiserner Käfig. Eine gigantische Servorüstung. Super. Ja, es passt. Oh. Oh. Faszinierend. Faszinierend. Mal schauen. Das ist natürlich voll fettes Lob. Ja, es wäre natürlich ein grausames kleines Funkgespräch gewesen, hätten wir diese Mission jetzt nicht gemacht. Das wäre widerlich geworden. Ja, widerlich, aber es... Das gibt so ein kleines Gefühl von Scham, versteht ihr, was ich meine? Oh ja, verringert die Energiekosten der Fähigkeiten sowie die Abkürzzeit bekommt. Andere Fähigkeiteneinheiten haben jedoch etwas längere Abkürzeiten. Ja, das passt schon. Das erfüllt alles seinen Zweck. Der hat seine Aufgabe wirklich außerordentlich gemacht. Wirklich außerordentlich. Großes Kompliment. Muss man sagen. So. Zurückrüsten. Die Tornos-Rüstung sammeln wir wieder hier unten. Die Cyber-Ausrüstung. Die Skriptorn- und Kommandanten-Ausrüstung. Die Fernkampf-Ausrüstung. Die Nahkampf-Ausrüstung. Die Chaos-Ausrüstung. Passt! Okay. Melter lassen wir. Ausrüstung passt. Rüstung muss ich unbedingt noch schauen. So, dann verteilen wir mal hier so diese Rüstung, die Ketzerrüstungen, die Skriptorenrüstungen und die restlichen Rüstungen. So. Dann haben wir das. Für den Skriptor haben wir eine neue Rüstung, wie ich das richtig sehe. Schrott. Kommandant Level Up, total episch. Oder... Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn diese Zeremonienrüstung lasse. Ich glaube schon. Die Krallen machen ja nichts. Nein. Ja, dann gehen wir derweil hier rein. Sonst brauche ich das nicht. Ich habe ein neues Reinheitsziel bekommen.
Das werden wir uns sicher aufbewahren, da es irgendwie schon legendär ist. Also hier Ephraims Tech-Rüstung. Faszinierend. Wie sieht denn die aus? Ja, das sieht man jetzt nicht so gut, weil der... So. Lässig. Ephraim. Der Name sagt mir etwas. Ist cool. Gefällt mir die Rüstung. Die hatte der vorgetragen, ja. Eiserner Käfig ist... Ja, ja. Nein, ja. Nein. Ja, ist nicht so tragisch. In der nächsten Runde würde ich ihm liebend gern eine Rüstung in die Hand drücken. Panzer des Schmerzes. Plus 2 plus 2 plus 4. Ephraims Tech-Rüstung. Ist das eine Fernkampfrüstung? Ausgezeichnet. So. In die Hand gedrückt bekommt er natürlich den Gigabolter. Und sonst nichts Grobes. Hier ist eine Faust. Das passt. Passt. Cool. Und Spezialausrüstung natürlich wieder die Tarantelgeschütze. Dann haut das hin, würde ich sagen. So. Die nächste Mission führt uns wieder zum Gericht der Kadaver. Ist auch nicht schlecht, ne? Das ist eine sehr erfolgreiche Mission heute. Das gefällt mir. Dauert etwas, wieder 2 Minuten länger. Das passt auch schon. Dann haben wir das alles schönere. Ich bin recht zufrieden mit der heutigen Statistik und deshalb sage ich... Cool. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Dawn of War 2 Chaos Rising. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ihr da draußen. Tschüss!